Hi, this is Florian Schirmacher von Mixed Vibes. Mein Partner Livio. Wir präsentieren euch heute die Mixed Vibes Controller mit dem Software Cross 2.4. Der Controller ist ein ganz normaler DJ-Controller, der euch die Möglichkeit gibt, minus 12 und plus 12 den Zähler-Pitchen zu pitchen. Ihr habt die Möglichkeit, mit einem Jogwheel direkt auf den Song zuzugreifen. Ihr habt einen Dreiband-EQ und tiefen Mischen mit einer speziellen Kill-Funktion. Der ganze Controller funktioniert ganz normal wie jeder DJ-Controller auch. Ihr habt dabei allerdings die Möglichkeit, euer Videosignal, das heißt JPEGs, MOVs, MPEG-4, jede Form von Bild mit eurer DJ-Performance zu synchronisieren bzw. live abzufeuern. Ihr seht hier auf dem Bildschirm das, was der Cross 2.4 Video animiert. Das kann von einem ganz einfachen Stillfoto eben mit der Musik synchron laufen werden. Ihr könnt die ganzen Funktionen des DJ-Controllers auch für die Video-Performance nutzen. Das heißt, ihr layert eure Audio-Performance mit der Video-Performance. Ebenso auch die Videoeffekte, die jetzt hier in dem Falle die Farbgebung. Oh, warte mal. Die Audioeffekte als auch eben die Videoeffekte für die Videoperformance zu benutzen. Das ist das, was wir im Hintergrund sehen. Da 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 da.
anschaut, wenn ihr drei verschiedene Varianten habt, wie Fixed Mode oder Relative Mode. Das ganze Mixed-Vibes-Controller kann ebenso auch mit einem Timecode-Menü gefahren werden. Das heißt, ihr könnt ganz normal einen Schallplattenspieler einstellen. Und so dass die Beatmatching ebenso wesentlich genauer funktioniert. Ihr habt einen eingebauten Sampler, der euch 8 verschiedene Speichermöglichkeiten abgibt. Von 4 bis 32 Takte. Diese Loop-Funktion ist sehr einfach auf dem Display zu bedienen. Ich habe jetzt einen 4-Takt-Loop, den ihr ebenso sehr einfach verkleinern könnt. Ebenso abspeichern auf eure einzelnen Samplebänke. Ihr habt 8 verschiedene Samplebänke, wobei ihr mit einem einfachen Klick auf die Leertaste in die Musikstruktur kommt, in die Library. Das Ganze funktioniert in direkter Synchronisation mit iTunes. Das wollen wir euch mal eben zeigen, indem wir die Synchronisation von dem Videosignal aufheben. Reinlegt.
einfach reinziehen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein einfaches Still, was dann jetzt im Moment in das Video mit reingepackt wird. Wenn ich den Mixer auf Video fahre, kann ich die Intensität des Bildes anwählen. Das rein- und rausziehen zum Beispiel hier. Ich habe über den Mixer einen RGB-Shift gemacht. Es gibt mehrere verschiedene Modi. Dieser hier zum Beispiel verzerrt alles in die Horizontale. Hier ist das Bild, hier ist das andere Video und diese dann zusammen. Ergibt dann dieses Bild. Das ist einer von den Effekten. Es gibt wie gesagt 25 Effekte, wo ihr das reinnehmen könnt. Sample-Bänke, die dann eben gesteuert werden, angesteuert werden können. Ja. Mit durch die neue Cross 2.4 Version habt ihr die Möglichkeit, eben zwischen Sampler und Player zu wechseln. Das heißt, ihr könnt insgesamt mit 4 Decks gleichzeitig auflegen. Wobei die ersten oberen beiden dann nur für Video sind. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zwei verschiedene Videokanäle gleichzeitig zu tragen. Das langt eigentlich auch vollkommen, wenn man darüber nachdenkt, dass ihr gerade auch die Audio-Effekte auch als Video-Effekte benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt immer A, B diese Videos zusammenbringen. Delay-Effekt. Ich kann gerne einmal nochmal durch die
Audio-Effekte durchgehen. Aber der Delay-Effekt für das Video sieht zum Beispiel so aus. Ihr könnt eure eigene Collection erstellen, die ihr dann auch dann zum Beispiel mit Freunden austauschen könnt. Diese Collection könnt ihr auch über iTunes dann abspeichern und auch als iTunes Collection auf eine externe Festplatte nehmen, die mitnehmen, woanders wieder anfahren. Das ist sehr praktisch. Das hat uns zum Beispiel sehr gut geholfen, unsere Musik zusammen zu synchronisieren. Empfehlen kann ich die Verwendung auch als kleines Videotool, Videocontroller, mit einem, wenn ihr zum Beispiel rein Vinyl auflegt, könnt ihr die Audiosteuerung als Phono-Eingang des Mixvibes-Controllers benutzen, um damit euer Video zu steuern und könnt wie gewohnt mit Timecode-Vinyl oder mit Vinyl auflegen. Nochmal in die Systemsteuerung, um euch das Toggeln zu zeigen von den Displays. Wie gesagt, das macht man einmal, aber ihr habt eben dadurch die Möglichkeit, euer Videomaterial im Flug zu beamen und selber wie gewohnt aufzulegen. Ihr seht also hier den Kanal B mit einer kleinen Videoanimation. Das sind kleine Loops, die auch keine großen Dateien sind. Und hier ebenso einen kleinen Film von unserer Party Kiss & Cave in der Renate. Und zusammen. Flash-Effekt. Geh wieder zurück zum Audiomischer. Das ist die Kill-Funktion, die Livio hat gerade ausprobiert. Das kann sehr effektiv sein und hat eine intime Möglichkeit, die euch vom ganz normalen Mischpult auf jeden Fall unterscheidet. Die Cues sind sehr sauber, gerade im oberen Frequenzbereich. Wenn es laut wird, fangen die Cues in den Höhen sehr lange nicht zu zerren an, was sehr angenehm ist.
auch im unteren Bereich. Bei den Westen habt ihr keine Verzerrung. Ihr könnt eben pro Kanal das Videosignal und das Audiosignal getrennt benutzen. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit zum Beispiel auch ein Video ab, die Videos so lassen und nur eben rein DJ-mäßig auflegen. Oder ihr nutzt dafür eben den C und D-Player. Eben wie gesagt vier Players. Wir haben den Mixpad-Controller mit mehreren Computern ausprobiert. Er funktioniert wie gesagt auf PC oder Mac. Und die Software Cross 2.4 verbraucht eigentlich sehr wenig CPU, was das Ganze eigentlich sehr stabil laufen lässt. Was verwunderlich ist, da eben gerade Video-Animationen noch sehr viel CPU ziehen. Und dadurch ist es eben möglich, dass es eben nur zwei verschiedene Videokanäle gibt, habt ihr eben diese geringe CPU-Auslastung, die euch gerade im Club auf jeden Fall in der Testpreis arbeiten garantiert. Ich nutze jetzt den Delay-Effekt auf das Videomaterial für beide Effekte. Die Effekte sind natürlich schon, sind immer mit dem Beat synchron. Wobei ihr eben auch euer Video-Performance mit dem Beat zum Beispiel steuern könnt, wenn ihr zum Beispiel scratcht. Die Bewegung des Jogwheels bewege ich auch die Bewegung des Videos. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel scratcht oder ähnlich oder direkt Eingriff nehmt in das Audiomaterial, wird das Videosignal davon synchron getriggert werden, was euch zum Beispiel hilft, wenn ihr euer eigenes Musikvideo erstellen wollt.
Spiel. Aber ihr könnt auch 48 kHz oder 96 kHz auch benutzen. Hold on, wait a minute. Yeah, I know I got scratches. Das ermöglicht euch natürlich auch, eure Performance in einer hohen Soundqualität zu machen. Ihr könnt natürlich bei von 512 Samples angehen, könnt ihr aber auch noch weiter gehen. Hey, bis zu einer sehr kleinen Latenzzahl, die CPU nicht unnötig belastet. Super. Wir bedanken uns bei euch. Das war die Mixnight-Vorstellung 2013. Vielen Dank. Dankeschön. Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on. Dankeschön. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. Yeah, that's okay. Okay. Go take a minute. What is happening, y'all?
Well, let's see.